Hallo und herzlich willkommen hier zu meiner weiteren Folge hier auf der Nordfriesischen Marsch. Ich baue jetzt die Förderbande auf, beziehungsweise schließe es ab. Und ich will versuchen, das entsprechend jetzt einzurichten mit einem Traktor und Anhänger und bei der BGH zu verkaufen. Gut, das geht, wenn ich rein verbunden habe. Muss ich irgendwo einsteigen. Und dann hier oben einschalten. Das geht schon mal los. Da sind ja einige hunderttausend schon mal da. Den zweiten auch gleich. Aber den zweiten nicht. Wir werden mal einen einfahren, ne? Und den zweiten können wir nebenbei auch noch einen Punkt machen. Dazu schnappen wir uns jetzt einen Traktor. Keine Ahnung welchen. Der Pflegebereifung. Ne, der hat kalt gefahren. Dann können wir den nehmen. Geht auf. War ein anderer Traktor, glaube ich, der nicht ging. Jetzt soll er noch, es soll ja Probleme geben beim mit dem DLC mit, na, mit Alpine, da soll es Probleme geben, habe ich gehört. Nur dazu sagen, ist ja allgemein bekannt, dass die ersten Versionen ein bisschen verbuggt sind und die Fehler findet man am meisten erst, wenn man es richtig spielt. Also ausgiebig. Und da erwarte ich eigentlich, da kommt auch in der Regel immer ein Patch. Also ein bis zwei oft. Also da bin ich jetzt optimistisch, dass man die Fehler jetzt, die werden gemeldet. Und dann schaut man sich die Fehler an und dann bereiten wir einen Patch vor. Dann testen wir den Patch nochmal intern. Nicht, dass andere Probleme auftreten, was ja auch passieren könnte, ne? Und dann wird irgendwann mal das Problem gelöst. Also ich habe noch kein Problem gehabt bis jetzt. Ich meine, ich habe ja die Karte noch nicht gespielt. Ich persönlich wahrscheinlich werde ich gar nicht spielen. Weil Standardkarten ist so nicht mein Fall. Mit den grünen, den DSM, die TSM. Und wenn der nicht geht, nehmen wir halt einen anderen. Wie gesagt, das muss nicht schnell fahren, der muss nur, genau, den wollte ich nicht haben. Bin ich wieder auf die Taste gekommen. Ah, hier, der fährt alles, so schön. Besuchen. Ja, das klappt mit Wasser und mit Rüben, das klappt gut. Da bin ich zufrieden. Was ich machen muss bei der Ernte, da können wir noch gewaltig arbeiten, ne? Also wir haben ein kleines Feld, aber ich plane doch noch ein großes zu kaufen. Noch fehlt ja das Geld, aber wie gesagt, die Rüben werden erst spät im Herbst reif. Wenn da die Brauerei richtig arbeitet, die BGH ein bisschen Geld bringt, von Silage her, auch die das Geld von der, was sie jetzt haben mit, da schon. Jetzt kommen wir nicht drauf. Vermisst. So, mal gucken. Die Förderbahn sieht gut aus. So, die Hauptstrecke ist ja in der Mitte. Normalerweise. Das ist eigentlich immer ungünstig. Anführungszeichen, ne? Also. So. Aber gut, das. Ich weiß, bis zur Zeit kein anderer Rat, ne? Wenn ich es besser wüsste, würde ich so ungefähr in der Mitte Aufnahme beenden. Wir beginnen. Dann haben wir hier den Punkt und dann soll der Punkt sein zum Beladen. Ja, Beladen Mist. Beladen habe ich mal gehabt irgendwo, ne?
Mist. Stall 1. 1. Kuh. Ja, eher Kuhstall, ne? Mist. Kuhstall 1. Das 1 ist wichtig. Dann fahren wir zum zweiten Punkt. Wir machen jetzt nicht weiter mit Beladen. Das ist jetzt ungünstig, aber gut, mal sehen, irgendwie hinkriegen. Muss ich halt da vorne anschließen. Die Förderbänder sollen ja grundsätzlich stehen bleiben. Alles andere wird nur. Wo bin ich gerade? Traktor, ne? Ne, Förderband. Den muss ich anschließen. Habe ich, achso, habe ich schon getan, okay. Dann muss ich hier wieder einsteigen. Und B. Abladen, achso, ja gut. Na, geht's rein? Geht rein, okay. Dann machen wir hier auch einen Punkt hin. B laden. B laden. Mist. Mein Gülle wäre einfacher, ne? Aber ich denke mal, für Tiere ist es besser, wenn sie Mist haben, also Stroh. Das ist einfach. So, muss ich mal überlegen. Ich kann die jetzt da einfach anschließen. So. Jetzt fahren wir mal einfach mal zum BGH. Im Grunde so wie jetzt der Kurs ist, fährt er ja lang. Und jetzt muss ich schauen. Es fährt auf jeden Fall ein Kurs nach links weg. Das auf jeden Fall. Jetzt geht auch ein Kurs auch nach links weg. Zur Hauptstraße doppelt, ja, das sind zwei Kurse. Das passt. Der Traktor ist ein bisschen schwach. Aber fürs erste wird es reichen. Vielleicht kaufe ich mir noch einen stärkeren. Aber die Stärke sind meistens zu schnell. Das sind die Kurven so unberechenbar. Hier lang. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich einen Punkt da habe für den Abladen für BGH. Und dann müsste noch ein Kurs. Na, ein Haar. Ja, ich müsste eigentlich zum Friseur, aber ist ja alles zu. Ich weiß nicht, ob die Motor aufmachen. Ah, das ist jetzt. Hier sehe ich gerade so, hier geht kein Kurs Richtung BGH. Sondern nur von rechts. Ne, das machen wir jetzt, ändern wir jetzt ab. Das ist nämlich wichtig, dass wir hier lang fahren können. So, wir laden Gärreste, das ist klar, das wollen wir nicht haben. Passen wir durch. Das ist auch wichtig, ja, passen durch. Und ausladen, das ist gut. V, BGH, abladen. Die Lampe. Und die BGH ist eigentlich schon fast gut voll. Aber wir werden mal gucken. Einstellen. Und zwar Dünger. Wir fangen mal mit Beladen Mist an. Abladen. Beladen, Kalk, Mist, Kuhstall 1. Das kann man gut erkennen. Und Abladen ist BGH.
Das ist jetzt hier. Ich hatte irgendwie mal eine BGH gelöscht, glaube ich, oder? Dünger. Schweinegut. Mist. Mal gucken, wo er lang fährt. Da müsste er eigentlich links oder rechts fahren, das ist mir egal. Böse Kurve, das gemacht. Fährt rechts lang, das passt. Im Grunde ist mir egal, Hauptsache er fährt, ne? Gut. Ja, der ist ein bisschen schwach. Da muss ich mir mal einen Stellgrenz kaufen. Beziehungsweise einen Stellgrenz finden. Was macht eigentlich unser Heu? Und was macht eigentlich unsere Düngeproduktion? Ist die voll? Nö. 106. 111.000. Da ist das mit drinne. Und 114 Dünger. Haben wir Saatgut noch genug da? Denn das ist näher, was wir noch dringend brauchen werden. Sobald es mit Raps wird noch nicht mal das Problem sein. Das wird noch gehen. Ja, das reicht dicker aus. 154 reicht dicker aus. Das passt. So. Ich wollte noch Silage. Eine Silage höchst die andere BGH. Wo habe ich den LKW gelassen? Achso, beim Kuhstall. Ja, dann kann ich mir schon mal die Silage vorbereiten für nächste Woche. Ja, morgen in-game. Jetzt können wir auf 5 gehen. Weil auch die BGH ein bisschen was verarbeiten muss. So, die Förderbänder müssen eigentlich so stehen bleiben. Das einzige ist ein Nachteil, ich musste jedes Mal neu starten. Also wenn ich jetzt gespeichert habe und das Spiel beendet habe, muss ich das Ganze neu starten. Das ist das einzigste. Das ist halt kein Trigger wie ein anderer, ne? Das ist nur wieder aktiviert werden. Und so können wir nach und nach die ganze eine BGH entsorgen, ne? Ist ja auch bares Geld, der ganze Mist darum. Ist ja richtig, kommt was zusammen. So, der Anhänger war hier irgendwo gewesen. Muss ich nun gleich mal rüberfahren zur anderen BGH. Im blauen hier. Weil der andere, der geht halt nicht dafür. Hinten eine Klappe auf. Neue Autofahrt kostet schon ein bisschen was Geld. Ne, ist nicht auf. Das sah nur so aus. Dann fahren wir da noch fix hin. Dünger ist ja noch nicht voll gewesen. Wird aber auf Laufe des Tages voll werden. Und dann muss ich garantiert nochmal Gärreste fahren und das andere Zeug halt, ne? Mist. Mist haben wir mehr als genug. Weil die Schweine haben wir auch noch Mist. Also von daher. Wieder Laternenfall, ne? Aber den brauchen wir als Lichtquelle. Die Kurve kann ich ausmachen. Das sieht schön aus, aber. Belasse das System vor allen Dingen. 33, 30. Mach's weg. 50. Es ist halt so, ne? Ich meine, gut, ist immer noch flüssig, aber wie gesagt, das ist. Keine Ahnung, warum das so extrem ist. Ich meine, das muss dargestellt werden, das ist richtig, aber. Auch deswegen wegen grüne Striche die FPS-Zahl in den Keller geht. Oh ja, da hat er mal. Deswegen nehme ich einen Traktor, weil LKW für dieselbe, der macht einen Flieger. So. Ist für mich, naja, kontrollieren kann ich es auch nicht in der Luft, ne? Aber wenn er blöd landet, KI, renne ich immer hinterher. Blöd. Es kann sein, dass die BGH irgendwann voll ist, die andere. Obwohl das Beladen mit dem Förderband, das dauert auch lange.
das ist deswegen ist es ganz gut, dass er KI macht, ne? So, da liegen die Bahnen rechts sind durchgezogen. Die sind die linken, die muss ich später machen. Und ich hoffe ja, dass ich irgendwann nochmal richtig müsste mal eine Grasernte rauskommen mit ein oder zwei normalerweise. Normalerweise. Auf jeden Fall. Müssen wir nochmal Regen kriegen normalerweise. Ja, da liegt Heu. So, das Gras von den Sommer vor. Müsste ich mal auch mal. Ja, lohnt sich halt nicht. Mit dem Striedel kann man es wegmachen, glaube ich. Aber wie gesagt, das ist nicht so tragisch. Wir sind den BGA wieder voll. Und überlegen. Ja, liebe Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Ich würde höchstens eher zum Hof zurückfahren. Guck mal ganz kurz, wie der Heu macht. Das Anhänger für das ist 23, das war ja das ist ja was anderes. Das komme ich hier nicht weg. Gibt's doch gar nicht. Ach, wenn ich jetzt den Punkt nehme, gehe ich gar nicht über. Ja, liebe Zuschauer, das sollte auch schon für heute gewesen sein. Da muss ich nur einen Traktor kriegen oder sowas. 3. Sprint. Da ist ein LKW. Das ist ein Ding. Gut, wir springen trotzdem mal rüber auf der Feld nur 24. Und da ist sogar ein Fahrzeug. Ne, ist noch kein Heu. Aber Gras, gedüngt, Brachland. Kann man nicht erkennen, ne? Hat mein Gerät nicht mehr da? Ich kenne sie gekauft. Ja, egal. Ach, das kann sein, dass ich übergenommen wurde. Das ist möglich. Ja, liebe Zuschauer, das soll es dann auch schon heute gewesen sein. Ich wünsche allen einen schönen Rest Advent. Dritten. Ich habe anfangs vergessen. Und wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Tschüss. Und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.